Hello, my friends. This is my first video with English translation. Das heißt in Deutsch, ich melde mich auch mal wieder, um euch mal wieder was zu zeigen. First thing what I say is, my English is not yellow from the egg. I will show you trains big and small. Ich schmeiß mich was weg und lache. Aber wir versuchen das mal, das Video in Englisch zu machen. Ich hatte das mal einfach versprochen. Und wie gesagt, mein Englisch ist nicht yellow from the egg, aber ich finde das cool und lustig hier. Mal sehen, was da dabei rausgeht. La seconda lingua es italiano. Ich muss dann natürlich auch ins Englische sitzen, deswegen sage ich Greetings to my friends in Italia. Da dazu muss ich natürlich sagen, Saluti da Germania und Ender greeting my friends in Italia. First one is Alberto from Treni in Miniatura. Then Kempt, der Massimo von Max 57. Und es gibt sogar Frauen, die sich Eisenbahnen angucken. Also Grüße an die Valeria Belluomi. Ja, da gibt es noch so eine komische Sprache. Ich weiß nicht, wie die genau genannt wird. Ich glaube, Bayerisch, Österreichisch, Schweizisch, Schweizerisch, das ist alles in einem Weißwurstig war, du ist von uns nicht weit weg. Und die Leute grüße ich mo. Tja, das wären dann WI04, der Patrick Schmidt, der Andreas Osterholz. Die wohnen all in einem Weißwurst-Äquator. Ich hoffe mo, ich habe jetzt keinen vergessen. Und wir machen mal weiter mit dem Translation-Video. I hope I forgot nobody, weil jetzt kommt die nächste Sprache. E proxima lingua es portugues. And I say, saudos, nos amigos do Brasil, Vini and Antonio. Ich hau da immer zwischen anderen Bocke dabei, aber ich versuche die Sprache so original wie möglich nachzustellen. Naja. Das sollte mir verzeihen, weil ich spreche nicht Esperanto, sondern ich versuche, viele Sprachen zu besetzen. Wo ich jetzt richtig drauf gespannt bin, das ist die allerschwerste Sprache. Das werdet ihr gleich sehen und I hope. Greeting with white cows. Cows heißt Kühe und naja. Ah, da hinten sind da noch Pigs, kleine. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Das Weiße Tal ist Niederlands. And I greeting. Greeting, jo, so ist schon wieder. And I greeting my friend Jan from Herentwehen. Das heißt jetzt nicht, ich gratuliere dem, sondern das heißt, ich grüße den. I hope you understand my language, Jan. Jo, now we show weiter. Wenn ich jetzt noch vergessen hab, das sind die Jungs aus dem hohen Norden. Da geht's natürlich erstmal los, weil die haben auch ihre Eigensprache. Der Anfangsspruch ist immer ganz klar. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Das passt ganz gut und die Jungs, die sind hart und rau und wir sehen doch jetzt mal weiter. For the North is the best picture ship. Weil, greetings in the North, das ist not a Viking ship. It's a thing from good old Germany. Weil das Ding, das war irgendwann mal um 10 Mark Schein hier, das war the gosh fuck, ich grüße, ich muss hier mal Englisch schwitzen. Greetings in the North to the Ulzburger named Thomas
Hennes 52, ich meine, der Name versteht sich von selbst, und Anne Marcel von Spuren Eisenbahngeschichten. Spuren Eisenbahngeschichten wird natürlich auch besetzt, weil das heißt Skela N. Jetzt wird mir mit dem Monix beginnen. Ich sag Skela N. Railway Stories. Das sollte mir jetzt nicht böse sein, das gibt natürlich wieder mal ein Spaßvideo, aber ich finde das mit den Translation echt lustig. Da kommen jetzt noch zwei oder drei Sprachen und am Ende gibt es noch mal ein schönes Radio-Video und dann we take a look, was da dabei rauskommt. The next people, welche ich erwähnen möchte, das sind die Jungs und Mädels aus dem Osten. That's the boys and girls from the East. Da kenne ich ein paar. Eine war sogar mal bei mir zu Besuch, der Andy. Greetings, Andy, from here. Wenn ich jetzt noch erwähnen möchte, das ist der Mija und die Eva von Mijas und Evas Eisenbahnwelten. Mit denen komme ich super gut klar. Und dazu möchte ich mal einen Witz machen. Wie bestellt ein Sachse in Amerika einen Tannenbaum? Ganz klar, attention please. I hope you like my funny videos and I will show you my next. Next social video, my new train. This is a 628 Triebwagen, den ich muss selber gefahren bin. I drive him. Super gefreut, höre ich mich über diese kleine Aufmerksamkeit. Also, das finde ich echt klasse. Und jetzt sind wir vorerst mal fertig mit Sprachen aus unserer Welt. Now came language as the world room. I have Modellbauer Frenz here from Klingon. And I hope you understand what I say in Klingon. Nuch he pong we o Martin. Das heißt, mein Klingonisch ist ein bisschen eingerostet, aber das kriegen wir wieder hin. With the time. So, das war's jetzt mit in der ganzen Sprache. This is the end with the languages and I will show you with music my new train. Have fun und bis bald. Macht's gut. Tschö. Der Nebel senkte sich auf die große fremde Stadt. Ein langer Arbeitstag lag hinter mir, ich war angespannt und matt. Zu müde für die Autobahn, zu spät für den letzten Flug. Doch ich wollte nach Haus und erfand heraus den Mitternacht. Ging noch ein Zug. Es blieb noch etwas Zeit, ich wusste nicht wohin, so stand ich am Bahnhof herum. Einem Prunkbau aus längst vergangener Zeit, Hängen, Suchen und Schieben ringsum. Ich sah die Reisenden, die Wartenden und die Gestrandeten der Nacht. So viel Gleichgültigkeit, so viel Jammer und Halt unter so viel Pracht. Ich trat auf den offenen Bahnsteig hinaus, die nasskalte Luft hielt mich wach. Ich fröstelte, schlug meinen Kragen hoch und sah meinen Atem nach. Aus der Dunkelheit schwebten über mich als heilig noch mein Zugflur ein. Eine Wagentür schlug, es war warm in dem Zug und ich war im Abteil ganz allein. Lautlos fuhren wir an und die Lichter der Stadt versanken in milchigem Brei. Und immer schneller flogen erleuchtete Fenster und Vorstadtbahnhöfe vorbei. Noch ein Bahnübergang, ein verscheinbarer und die Welt da draußen verschwand. Mein Abteil liegt viel weiß auf den Schotterangleis und ich ahnte das dunkle Land.
Und durch die Dunkelheit drang der monotone Klang der Räder auf dem Schienenstrang. Ein einsamer Gesang den stählernen Weg entlang.